Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt schon mit Adrian unterwegs gewesen. Es ist jetzt 9:30 Uhr, Freitag. So, und haben unsere Runde gedreht samt Einkauf. Natürlich wieder viel zu viel eingekauft, als wir eigentlich auf dem Einkaufszettel irgendwie stehen hatten. Und jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze auszuräumen. Es ist hier natürlich ein bisschen Chaos ausgebrochen. So, alles ist hier, das muss alles raus. Und draußen ist das Wetter so schlecht, also ich würde sagen, also es ist kalt. Zum Glück hatten wir so eine trockene Phase, wo wir halt eben auch mit dem Rad unterwegs sein konnten. Zwischendurch hat es aber dann doch irgendwie geregnet und es bezieht sich alles wieder. Das heißt, es wird wahrscheinlich heute wieder nicht so ein gemütlicher Tag und ich wieder nicht in den Garten gehen kann, weil ich nämlich ja auch bei mir hier mal Rasen mähen wollte und auch bei meiner Nachbarin drüben. Gut, kann man aber so jetzt hier nicht viel dran ändern. Wenn das Wetter schlecht ist, geht es halt eben nicht. So, wobei es am Wochenende eigentlich, haben die gesagt, soll ein bisschen besser werden. Also so 17, 18 Grad ist schon mal trocken. Nur jetzt ist es viel zu ungemütlich und zu kalt. Also heute fährt Max weg. Der ist heute, fährt er nach Berlin mit Christi, also begleitet Christi dahin. Und Ash soll eigentlich heute einen Besuch bekommen, heute Abend von seinem Kumpel. Und er wollte ganz gerne nicht übernachten. Genau, Ash war letzte Woche bei denen. Und ich denke, genau heute hatten wir gesagt, kann er dann auch bei uns übernachten. So, und ich würde mal sagen, also ich zeige euch mal ganz kurz, was wir nun alles eingekauft haben. Wir hatten heute leider Adrians Tasche nicht mit. Ich habe gesagt, du brauchst sie gar nicht ranmachen. Also diese Fahrradtasche, die wir jetzt geholt haben, diese hier, die ist ja total cool. Die ist ja gekommen. Die habe ich bei Amazon bestellt. Und die hat aber jetzt gerade bloß unsere Nachbarn gezeigt. Und dann war das doch nachher so, dass er sogar diese Tasche hier benutzen musste, aufs Lenkrad ranmachen. War natürlich nicht der Sinn der Sache, dass wir jetzt die andere Tasche bestellt haben. Aber wie gesagt, wir hatten ja nicht vor, so viel hier einzukaufen. Also ich fange hier oben einmal an. Das musste mal sein. Ich hatte jetzt irgendwie schon wieder so einen Hunger hier drauf. Und das ist hier auch gar nicht so viel Salz. Das ist von Alnatura, diese Tortilla Chips. Dann fand ich das hier ganz cool. War auch nicht so viel Salz, mit Rosmarin und Meersalz. Das ist so für die Jungs, mache ich dann so einen kleinen Teller heute Abend oder sowas. Da freuen sie sich immer. Dann gibt es wie immer ein paar Weintrauben, Wurzeln. Wir hatten nämlich gestern unseren Obst- und Gemüsesaft gemacht. Dann habe ich so einen Blattsalatmix geholt, also verschiedene Salatsorten in einem. Finde ich total cool. Ist auch so gut portionierbar. Also das heißt, ich muss nicht unbedingt ganz viel gleich auf einmal verbrauchen. Was haben wir hier? Also hier haben wir die Pflaumen. Ich glaube aus Frankreich oder so, in grün. Das hier hat Adam gefunden. Bei uns gibt es nirgendwo. Also wahrscheinlich müssen wir aber doch irgendwie ins City fahren oder so, weil die haben es wahrscheinlich oder. Ja, auf jeden Fall City oder Plaza. Das ist Low Carb Pizza. Der Boden dafür für 2,79. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier schmecken wird. Ich finde, sieht aus wie doch Eiweißbrötchen, oder? Eiweißbrot, Eiweißknäcke, finde ich jetzt. Also er hat jetzt alle drei Böden mitgenommen. Es gab ja nur die drei, das ist der Rest gewesen. Mal gucken. Hat auf jeden Fall unheimlich wenig Kohlenhydrate und ja, mal schauen. So, fangen wir hier mal an. Ich habe hier einmal Eisbergsalat mitgenommen. Wie gesagt, Obst und Gemüse fehlt uns komplett. Eiersalat. Eisbergsalat, habe ich es gesagt? Irgendwie Eiersalat, Eisbergsalat. So, dann haben wir hier Paprika. Dann ist hier einmal dreimal Gurke. Die habe ich dann mitgenommen. Wie gesagt, wir haben nichts mehr. Dann habe ich gedacht, ich hatte Hunger jetzt auf diese Oliven jetzt hier. Kann man auch schön zum Salat essen, genauso wie Schafskäse oder sowas. Dann haben wir. Hier habe ich schon mal meine erste Herbstdeko geholt. Es gibt nämlich schon Kürbisse. Das ist cool, oder? Auf jeden Fall zwei Stück für 1,29, glaube ich, hat Edeka die im Moment. Finde ich auch ganz cool. Mal gucken, kann ich ja draußen hinlegen. Dann haben wir die Pilze. Dann haben wir hier, hat Adrian für Ash mitgenommen, solche kleine Mini-Würstchen einfach mal zum Zwischendurch. Kann er vielleicht auch mal in die Schule mitnehmen oder so. Dann haben wir hier einmal ja, Schlagsahne. Dann gibt es immer solche Würstchen als Salami-Würstchen. Mozzarella darf auch nicht mehr fehlen. Essen eigentlich fast jeden Tag. So, das ist wieder Schlagsahne, Mozzarella. Was ist hier? Achso, Hähnchenbrustfilet werde ich heute dann zum Mittag anbraten. Und Orangen und Zitronen. Das war dann jetzt unser Einkauf. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alles wieder einsortieren, gucken, dass im Kühlschrank auch Platz ist, weil wir nämlich gestern den Saft gemacht haben. Und dieser Saft nimmt unheimlich viel Platz weg. Das ist richtig. Irre. Ja, also. Der Kühlschrank ist ein bisschen voll. Da werde ich jetzt einmal kurz gucken, wo ich was einsortieren kann.
Und schon sitzen wir beim Frühstück. Für mich gibt es meine Knäcke. Jetzt habe ich die Adern Low Carb. gebacken. Zweieinhalb Kilo runter. Hatte ich schon vorhin gesagt, richtig gut. Die Pfunde purzeln. So, und ich habe halt eben meine Knäcke. Einmal heute mal hatte ich echt Durst auf diesen Gemüsesaft. Hatte ich damals vor einer oder 2 Wochen bei Lidl geholt. Und hier haben wir ein bisschen Obst noch. Genau. Okay, guten Appetit. So, es ist jetzt mittlerweile, oh Gott, 12:30. Ich habe jetzt hier fast die ganze Zeit an meinen Computersachen, aber beziehungsweise am Laptop gesessen, nicht mehr am Rechner heute. Und muss gleich allerdings Mittag machen. Und die Sonne kommt raus. Ist das nicht cool? Ich habe meine Haare jetzt hier zusammen gemacht, weil irgendwie nervte mich das gerade eben so ein bisschen. Und jedenfalls würde ich ganz gerne gleich nochmal Mittag machen. Die Kinder kommen nämlich schon bald und ich muss gucken nachher, ob ich das vielleicht heute schaffe, wenn das Wetter das zulässt, heißt das, einmal in den Garten gehe. Das vermisse ich so, weil das Wetter in den letzten Tagen so eklig ist. Ich kann überhaupt nicht raus. Deswegen habe ich gedacht, wäre echt richtig cool, wenn das mal trocken ist. Vor allem, also Sonne ist auch schön, aber wenn das wenigstens mal trocken ist und nicht dieses Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Gestern war sowieso irgendwann alles nur noch Regen und da kann ich nämlich auch mal den Rasen mähen. Sonst ist er, glaube ich, muss ich gucken, wie feucht der ist. So, mit den Raupen wieder, nochmal auf die Raupen zurückzukommen. Ich werde euch aber mit euch noch einmal ganz kurz mal rausgehen. Also, Matthias aus Flensburg hat mir was dazu geschrieben. Und noch irgendjemand anderes, glaube ich, dass die Raupen grün sind. Nee, Matthias hat mir nicht geschrieben, dass die Raupen grün sind. Was hast du mir jetzt geschrieben? Ich hatte jetzt die Kommentare ja gemacht. Und jemand hat mir geschrieben, dass die halt eben grün sind. Also, grünes habe ich dann nicht gesehen. Also, wie gesagt, nur wie das aussieht. Das ist total eklig irgendwie. Jedenfalls werde ich jetzt einmal ganz kurz mal mit euch rausgehen. Und zwar habe ich hier an meinem oberen Buchsbaum, ich weiß nicht, was es ist. Das ist echt wie verhext. Ne? Normalerweise habe ich sowas eigentlich gar nicht gehabt. Aber ich zeige euch einmal, wie das jetzt hier oben bei einem Buchsbaum aussieht. Das ist mir gestern per Zufall aufgefallen, dass ich das da einfach nochmal kurz geguckt habe. Oder vorgestern. Oh Leute, die Sonne kommt raus. Ist das nicht schön? Oh, hoffentlich bleibt das so. Guckt mal bitte. Hier sind auch schon so ein bisschen Blätter weg und das sind so braune Flecken. Aber das werden ja wohl nicht die Raupen sein, oder? Weil wenn ich da so drunter gegangen bin, habe ich da nichts gesehen. Das man sieht ja das selber, ne? Alles stockdunkel. Da kann man gar nichts sehen. Also ich werde das hier beobachten, das Ganze. Hier ist halt, oder es ist nur braun, keine Ahnung, trocken oder so. Vielleicht schneide ich den einmal. Also nur diese Stelle jetzt hier oben. Komisch, oder? Der Rest geht eigentlich. Also dieser geht, die anderen ja auch. Ich müsste die vielleicht noch einmal irgendwie ein bisschen mal schneiden. Guck mal, hier sind auch so ein paar bräunlich. Aber wahrscheinlich ist es normal, oder? Wenn da so ein bisschen was braun ist. Ich muss gucken. Also, ich werde mal überlegen, ob ich. Ich glaube, der Rasen ist noch ein bisschen zu feucht. Ich muss noch ein bisschen warten, bis es ein bisschen mehr trocknet. Und dann mähe ich den. Ja, entweder heute oder vielleicht morgen. Mal schauen. Weil feucht zu mähen ist auch blöde, ne? Ist auch nicht so gut. Na gut, dann düse ich einmal rein und dann. Guck mal, ich bin schon so geschädigt von diesen komischen Sachen hier, dass ich immer hier gucke, ob hier mit irgendwas ist oder nicht. Im Grunde sind die alle mal ein bisschen von innen so trocken, ne? Ja. Mal schauen. Und die werde ich, glaube ich, auch schon mal rausnehmen. Die werden schon nicht mehr so schön sein, gerade so nach dem ganzen Regen. Die können auch weichen, vor allem dieses Mühlenbäckchen hier. Das wächst ja richtig ordentlich. Also, es geht ja hier so ganz rüber. Das wuchert ja auch. Und ich glaube, ich habe hier noch so genau meine Kugel ist da noch versteckt. Genau, also das kommt nachher raus. Diesen Topf habe ich jetzt hier hingestellt. Das sieht ja ganz hübsch aus. Guck mal, da sitzt sogar eine Hummel und saugt sich da irgendwo fest. Cool. Die Wäsche habe ich jetzt gemacht. Das sind 2 Waschmaschinen. Die dritte wäscht noch. Den Tisch habe ich gedeckt. Mittlerweile sind auch die Kinder da. Beziehungsweise Max, glaube ich, wollte gar nichts essen. Vielleicht isst er noch ein bisschen Salat. Und hier sind Pelmenis geäscht. Super. Die schmecken auch besser, wenn man sie nach dem Kochen angebraten hat. Auf jeden Fall gibt es das gleich zu essen. Und hier ist das Essen von Adrian. Das ist diese Pizza, die er sich da bestellt hat. Mit wenig Kohlenhydraten. Mehr dazu gibt es dann bei ihm auf dem Kanal. Er dreht nämlich auch gerade ein Video dazu. Deswegen. Ja, schaut da gerne mal bei ihm vorbei. Und der echt so geht wieder. Der verlässt uns schon wieder. Und kommt erst Sonntag. Mist auch. Mister.
So, jetzt muss erstmal die Kamera kurz ein bisschen nachgeschraubt werden. Das ist diese kleinen Schrauben hinten, die sind so locker, also bei mir jedenfalls. Ja, bei mir also diese nicht. Diese Canon G7X, die ist auch irgendwie nicht so gut, ne? Man muss immer ein bisschen nachschrauben hier. Aber immer. Ja, gefühlt jeden Tag. Meine Kamera, die macht schon Geräusche beim normalen Aufnehmen. Ich nehme die so mit, ja? Ja. Steck ein. Noch ein weniger. Also Max geht jetzt schon wieder und ich bin schon wieder so traurig. Wow, wow, wow. Das kommt ja fast ernst. Oh, Mann, wie ich sehe. Das ist so groß. Du bist so klein. Ja, guck mal, fast den Kopf größer. Hm? Ich fass es nicht. Also ich habe das in seinem Video anders seit wann gemacht. Ist er so groß geworden? Ich habe mich auf die Treppe. So, na, so geht das. Wiedersehen, mein Baby. Nein, kein Baby. Oh, Scheiß. Tschüss, ich werde dich sehr vermissen. Tschüss. Tschüss. Tu es nur so. Nee, Quatsch. Tschüss, den brauchst du nicht, ne? Nein. Musst du noch eine Drohne mitnehmen oder noch eine Kamera oder noch ein extra Akku oder hast Ladegerät? Du, ach, das ist zwei Akkus. Ladegerät hast du nicht. Wenn er uns nicht hätte, ne? Tja, ne? Wenn du mich nicht hättest, ne? Dann hättest du jetzt ein langweiliges Video. Ja, aber du bist echt immer langweilig. Kannst du mal die Kamera abnehmen? Ich kann die Hände nicht mehr weiter rumdrehen. Achso, und die Fahrräder müssen noch rein. Und ich will gleich noch in meinen Garten gehen. Das ist im Moment sehr schön trocken draußen. So. Abwaschen, tschüss. Abräumen. Und an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung für meinen Kanal. Adi Online, da kommen jetzt Livestreams rund um die Uhr. Alter. Da. Ich schneide das raus. Max ist nun jetzt weggefahren, wurde abgeholt und für mich heißt es jetzt einmal rauszugehen. Es ist den ganzen Nachmittag hier trocken geblieben. Das heißt, ich habe jetzt gute Chancen, einmal Rasen mähen zu können, auch bei der Nachbarin drüben. Die kommen nämlich morgen wieder. Das hat nämlich jetzt die andere Nachbarin erzählt. Das heißt, genau, ich will einmal ganz kurz bei uns hier mal mähen und auch bei ihr mähen und ich glaube einmal den Weg einfach mal fegen, weil der Apfelbaum natürlich jetzt seine Äpfel wollte ich gerade, ja, Äpfel auch, aber auch sein Laub verliert. So, es sind 18 Grad, ich habe jetzt eine kurze Hose angezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich friere, aber ich bewege mich ja auch. Das heißt, ich habe gute Chancen. Ach, der Wind ist ein bisschen kalt. Egal, ich hole jetzt einmal ganz kurz meine Kabeltrommel von unten und dann geht es für mich einmal an die Arbeit. Als erstes werde ich hier die einmal rausnehmen. Das wird auch teilweise schon richtig braun und gelb. Und bei jedem Regen ist es natürlich echt leiden die, ne? Ihr Lieben, mit meinem Garten bin ich jetzt hier fertig mit dem Rasenmähen. Und jetzt gehe ich einmal ganz kurz rüber zu meiner Nachbarin und mähe da noch einmal, solange das noch trocken ist. Oh, ist der Hammer. Jetzt haben wir schlecht abgehetzt. Guck mal, alles soweit ganz schnell erledigt. Er hat die Kamera kurz übernommen. Also, ich gehe jetzt mal ganz kurz mal Rasenmähen. Moin. Moin. Karotte. Karotte, ja. Also ich gehe jetzt ein bisschen mähen. Aber ich wollte schon mal unsere Nachbarn wissen ja nicht, ne? Mit dem schönen Feuerkorb an. Und ich lasse ihn noch nie. Du darfst auch nicht, das ist doch nicht deins. Oh, wirklich. So. Okay, also die sind ja gar nicht da. Die ist im Krankenhaus und ich muss auch gleich noch ein bisschen Laub hier überall wegmachen und dementsprechend einmal alles hier fegen. Also geht los. Der Rasen ist fertig, das heißt, ich muss nur noch einmal hier mal Laub fegen und dann passt das schon. Ja, ein Apfelbaum ist ja eigentlich ganz schön, ne? Aber es ist ganz viel Laub, das ist irre. Und hier ist sogar noch Wasser, muss ich gleich mal auskippen. Ich glaube, morgen früh sieht es genauso aus wieder, weil er dann die Blätter wieder verliert. Guck mal, da bin ich. Oh. Okay. Ihr Lieben, fertig bin ich jetzt. Ganze Laub weg. Und jetzt mache ich nur einmal dieses untere Stückchen hier. Ein bisschen Äpfel sammeln und genau, ein bisschen da hinten fegen. So ihr Lieben, auch der Bereich ist komplett fertig gefegt. Jetzt bin ich fertig. Das ist gar keine Zeitvorstellung gerade. Ich weiß gar nicht, wie spät wir das jetzt haben. Jedenfalls wollte ich ganz gerne nochmal vorne gucken gehen, ob ich da noch irgendwas fegen kann. Und dann bin ich für heute erstmal wirklich fix und fertig. Und schon bin ich zurück von meiner ganzen Gartenarbeit. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Und bin gerade dabei, Abendbrot vorzubereiten. Es ist alles picobello. Ich habe überall gefegt, bei uns und da drüben. Drüben habe ich, oh Gott, die hat im Beet, da bei diesem Rhododendron, also der da so rechts von mir steht, Klee
wachsen. Das ist ganz, ganz schlimm. Das wurde nachher auch noch zu uns dann quasi rüber. Und dann habe ich das alles rausgezogen. Ich habe es natürlich nicht immer mit den Wurzeln hingekriegt, aber ja, alles gefegt überall und das ist alles fertig. So, und hier, guckt mal, ich habe Riesenhunger. Ich habe mich jetzt so viel bewegt. Hier habe ich Eiersalat drauf, dann einmal Käse, Oliven, Weintrauben und Bärlauchkäse. Und für Adam wollte ich ganz gerne einmal auch mal kurz so ein paar Eiweißbrötchen dann belegen. Mal schauen, was ich dann mal alles rauflege. Und der zweite Teller ist auch fertig. Ich weiß gar nicht, ob er alles schafft. Ich glaube, es ist viel zu viel. Ash und sein Kumpel sind noch oben und da gehe ich jetzt mal ganz kurz hoch und frage mal, was die dann so essen wollen. Wahrscheinlich Brot oder so mit Leberwurst oder mit Salami. Mal gucken. So, da sind die Räuber. Also einmal bitte essen. So, für die Kiddies. Nein, für die Kiddies gibt es Abendbrot. Saft gibt's. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon der nächste Tag und ich sitze gerade im Auto, wie man hier so schwer erkennen kann. Also, es ist jetzt 8:30 und die Kinder sind schon auf und ich muss einmal ganz kurz was einkaufen fahren. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch besorgen muss. Unter anderem wie Getränke. Dann muss ich noch einmal kurz zum Bauhaus und genau, und dann gibt es nämlich auch noch ein Frühstück, weil der Freund von Ash soll so gegen 10:30 nach Hause fahren. Ich düse jetzt einmal schnell los, damit ich das auch alles rechtzeitig schaffe. Die Sonne scheint heute so schön, also wir sehen uns dann gleich im nächsten Geschäft. Als erstes bin ich dann doch zu Bauhaus gefahren. Ich dachte, zuerst hole ich vielleicht mal Getränke oder so, aber erstmal zu Bauhaus. Hier möchte ich ganz gerne einmal ein bisschen Farbe, brauche ich Pinsel. Was noch? Achso, Löwenzahnstecher bräuchte ich noch. Und was noch? Ja, gestern hatte ich ja nun bei meiner Nachbarin und bei mir rumgewuselt im Garten und dann habe ich dann doch nach diesen paar Stunden wieder meinen Rücken gemerkt. Also nicht so schlimm wie sonst, aber das tat doch so ein bisschen schon weh halt eben und ich dachte, wahrscheinlich hat er einfach eine falsche Haltung. Deswegen möchte ich ganz gerne so solche Platten, gibt es aus Styropor oder so, oder aus so einem Gummi. Also Gummimatten oder so, die man einfach so unter die Knie legt, weil ich krabbel gerne auf den Knien. Aber das ist natürlich blöd, jetzt einfach so auf dem nackten Fußboden rumzukrabbeln. Da sind die Knie ja auch schwarz, so wie gestern. Jedenfalls, genau das brauche ich dann auch nochmal. Also ich würde sagen, wir düsen einmal schnell mal rein. So, ich bin jetzt hier drin und jetzt in der Farbenabteilung. Und jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Ich bräuchte, glaube ich, Grau und Weiß. Ich würde sagen, ich nehme einfach einen großen Eimer, weil die kleinen sind bei mir immer so schnell leer. Und ich glaube, Literpreis ist hier günstiger, als wenn man die kleineren nimmt. Ja, also hier 15 Euro zu fast 20 Euro pro Liter. Dann nehme ich so einen großen Eimer mit. Das ist auch wasserbasierend in Weiß. Und dann wollte ich ganz gerne einfach Silbergrau mitnehmen. Allerdings auch einen großen Eimer. Gibt es aber nicht. Das ist hier Lichtgrau. Das ist schade. Das ist echt schade. Jetzt muss ich immer kurz fragen, ob sie mir das anrühren können. Jetzt hätte ich fast die falsche Farbe geholt. Da sind hier Lacke, die sind total falsch für meine Holzsachen, die ich immer mit der Farbe gestrichen habe. Er sagte, das reicht nämlich irgendwann mal. Und er rührt mir gleich hier was von an. Das brauche ich dann extra für Holz. Ja, man lernt ja nie aus. Dann brauche ich das jetzt hier in Weiß. Ja, 2,5 Liter sogar günstiger. So, jetzt geht's zur Kasse. So, es ist jetzt alles eingeladen und jetzt geht es für mich einmal zum Lebensmittelladen und dann geht es auch schon zu den Kindern zum Frühstück. Also es geht los. Und schon bin ich raus. Ich war nämlich einmal ganz kurz bei Aldi. Die hatten diesen Klodeckel hier einmal runtergesetzt, weil unser ist total blöd, obwohl er neu ist. Den haben die auf 11 Euro runtergesetzt, nämlich habe ich damit mitgenommen. So ein paar graue Säcke und Selta. Was haben wir hier noch? Genau, Dressing und Eiweißbrot. Und schon bin ich zu Hause. Die Kinder sind noch oben, die habe ich jetzt nach unten befördert. Ich habe gesagt, sie wollen jetzt mal frühstücken. Adam telefoniert gerade. So, und ich mache mal ganz kurz hier Tee für mich und decke schon mal den Tisch. Draußen bedeckt sie das Ganze so ein bisschen. Also ich hoffe, dass die Sonne dann doch noch mal irgendwie heute mal rauskommt und nicht hier weg bleibt heute. Aber frisch ist es wieder draußen, also echt. Man merkt schon den Herbst. Apropos Herbst, hier habe ich schon meinen ersten Kürbis. Und hier den zweiten. Und nun wird endlich mal gefrühstückt. Guten Appetit zusammen. Guten Appetit. Heute gibt es hier lecker Porridge. Ja. Warte mal, gibt es das nicht jeden Tag? Und die Kinder haben als Vorspeise Schokokissen, ne? Wie? Dann gibt es noch mal Toast. Ja. So, es ist jetzt 11:15 und wir wollen ein bisschen Fahrrad fahren gehen. Und
Gerade eben haben wir nochmal Ashs Geburtstag geplant, er hat ja schon bald. Und den feiern wir diesmal in der Schwimmhalle. Es kommen ein paar Kinder mehr. Das ist ja ganz praktisch. Hier passt natürlich nicht so viel rein. Und auf jeden Fall wird diesmal halt eben in der Schwimmhalle gefeiert, da die ja nun alle gerne baden und planschen. Und jetzt düsen wir mal los, solange das noch so trocken und sonnig ist. Das ist dann doch noch ein bisschen frisch. Und ich würde sagen, das war's dann jetzt auch mit meinem Video, damit es nicht allzu lange wird für euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss.